Soll unser Leben nicht in Zerstreuung verloren gehen, so muss es in einer Ordnung sich finden. Es muss im Alltag von einem Umgreifenden getragen sein, Zusammenhang gewinnen im Aufbau von Arbeit, Erfüllung und hohen Augenblicken, sich vertiefen in der Wiederholung. Dann wird das Leben noch in der Arbeit eines immer gleichen Tuns, durchdrungen von einer Stimmung, die sich bezogen weiß auf einen Sinn. Dann sind wir wie geborgen in einem Welt- und Selbstbewusstsein, haben unseren Boden in der Geschichte, der wir angehören, und in dem eigenen Leben durch Erinnerung und Treue. Solche Ordnung kann dem Einzelnen zukommen aus der Welt, in der er geboren ist, aus der Kirche, die die großen Schritte von der Geburt bis zum Tode und die kleinen des Alltags formt und durchseelt. Der Einzelne erwirbt dann durch eigene Spontaneität, was ihm täglich sichtbar und gegenwärtig ist in seiner Umwelt. Anders in einer zerbrechenden Welt, in der das Überlieferte immer weniger geglaubt wird, und in einer Welt, die nur als äußere Ordnung besteht, ohne Symbolik und Transzendenz bleibt, die Seele leer lässt, dem Menschen nicht genug tut, sondern, selbst wo sie ihn freilässt, ihn sich selber überlässt in Begehrlichkeit und Langeweile, in Angst und in Gleichgültigkeit. Dann ist der Einzelne auf sich angewiesen. In philosophischer Lebensführung sucht er aus eigenen Kräften, sich aufzubauen, was die Umwelt ihm nicht mehr bringt. Der Wille zur philosophischen Lebensführung geht aus von dem Dunkel, in dem der Einzelne sich findet, von der Verlorenheit, wenn er ohne Liebe gleichsam ins Leere starrt, von der Selbstvergessenheit im Verzehrtsein durch den Betrieb, wenn er plötzlich erwacht, erschrickt und sich fragt, was bin ich, was versäume ich, was soll ich tun? Jene Selbstvergessenheit wird gefördert durch die technische Welt, geordnet durch die Uhr, abgeteilt in absorbierende oder leerlaufende Arbeiten, die immer weniger den Menschen als Menschen erfüllen, bringt sie zu dem Extrem, dass der Mensch sich als Maschinenteil fühlt, das wechselnd hier und dort eingesetzt wird und, wenn freigelassen, nichts ist und mit sich nichts anfangen kann. Und wenn er gerade beginnt, zu sich zu kommen, will der Koloss dieser Welt ihn doch wieder hineinziehen in die alles verzehrende Maschinerie von leerer Arbeit und leerem Vergnügen der Freizeit. Aber die Neigung zur Selbstvergessenheit liegt schon im Menschen als solchen. Es bedarf eines sich Herausreißens, um sich nicht zu verlieren an die Welt, an Gewohnheiten, an gedankenlose Selbstverständlichkeiten, an die festen Gleise. Philosophieren ist der Entschluss, den Ursprung wach werden zu lassen, zurückzufinden zu sich und im inneren Handeln nach Kräften sich selbst zu helfen. Nicht vergessen, sondern innerlich aneignen. Nicht sich ablenken, sondern innerlich durcharbeiten, nicht erledigt sein lassen, sondern durchhellen, das ist philosophische Lebensführung. Sie geht zwei Wege. In der Einsamkeit die Meditation durch jede Weise der Besinnung und mit Menschen die Kommunikation durch jede Weise des gegenseitigen sich Verstehens, im Miteinander handeln, miteinander reden, miteinander schweigen. Zunächst das Erste, die Meditation. Unerlässlich sind uns Menschen die täglichen Augenblicke tiefer Besinnung. Wir vergewissern uns, damit die Gegenwart des Ursprungs in der unausweichlichen Zerstreuung des Tages nicht ganz verschwindet. Was die Religionen in Kultus und Gebet vollziehen, hat sein philosophischen Analogon
in der ausdrücklichen Vertiefung, der Einkehr in sich zum Sein selbst. Das muss in Zeiten und Augenblicken geschehen, in denen wir nicht in der Welt für Zwecke der Welt beschäftigt sind und in denen wir doch nicht leer bleiben, sondern gerade das Wesentliche berühren. Sei es am Tagesbeginn, am Tagesabschluss, in Zwischenaugenblicken. Was ist der mögliche Inhalt solcher Besinnung? Erstens die Selbstreflexion. Ich vergegenwärtige mir, was ich den Tag getan, gedacht, gefühlt habe. Ich prüfe, was falsch war, wo ich unwahrhaftig mit mir selbst war, wo ich ausweichen wollte, wo ich unaufrichtig war. Ich sehe, wo ich mir zustimme und steigern möchte. Ich mache mir die Kontrolle bewusst, die ich über mich selbst vollziehe und wie ich sie festhalte den Tag hindurch. Ich urteile über mich in Bezug auf mein einzelnes Verhalten und meine einzelnen Handlungen, nicht in Bezug auf das mir unzugängliche Ganze, das ich bin. Ich finde Grundsätze, nach denen ich mich richten will. Fixiere mir vielleicht Worte, die ich im Zorn, in der Verzweiflung, in der Langeweile und anderen Selbstverlorenheiten mir zusprechen will, gleichsam Zauberworte, die mich erinnern, etwa Maß halten, an den anderen denken, warten, Gott ist und so fort. Ich lerne aus der Überlieferung, wie von den Pythagoreern über die Stoiker und Christen bis zu Kierkegaard und Nietzsche geht, mit ihren Forderungen der Selbstreflexion und der Erfahrung ihrer Unabschließbarkeit und der unbegrenzten Täuschungsfähigkeit. Zweitens, die transzendierende Besinnung. Am Leitfaden philosophischer Gedankengänge vergewissere ich mich des eigentlichen Seins der Gottheit. Ich lese die Chiffern des Seins mit Hilfe der Dichtung und Kunst. Ich mache sie mir verständlich durch philosophische Vergegenwärtigung. Ich suche mich zu vergewissern des Zeitunabhängigen oder des Ewigen in der Welt. Suche zu berühren den Ursprung meiner Freiheit und durch sie das Sein selbst. Suche hinabzudringen in den Grund gleichsam einer Mitwissenschaft mit der Schöpfung. Drittens, besinnen wir uns auf das, was gegenwärtig zu tun ist. Die Erinnerung des eigenen Lebens in Gemeinschaft ist der Hintergrund, auf dem die gegenwärtige Aufgabe bis zu den Kleinigkeiten dieses Tages hell wird, wenn ich in der unerlässlichen Intensität zweckhaften Denkens des umgreifenden Sinnes verlustig gehen will. Was ich auf diesen drei Wegen in der Besinnung für mich allein gewinne, das ist, wenn es alles wäre, wie nicht gewonnen. Was sich nicht in Kommunikation verwirklicht, ist noch nicht. Was nicht zuletzt in ihr gründet, ist ohne genügenden Grund. Die Wahrheit beginnt zu zweien. Daher fordert die Philosophie ständig Kommunikation suchen, sie rückhaltlos wagen, meine trotzige, sich in immer anderen Verkleidungen aufzwingende Selbstbehauptung hingeben, in der Hoffnung leben, dass ich mir unberechenbar wiedergeschenkt werde aus der Hingabe. Daher muss ich mich ständig in Zweifel ziehen, darf nicht sicher werden, mich nicht halten an einen vermeintlichen festen Punkt in mir, der mich verlässlich durchleuchte und wahr beurteile. Solche Selbstgewissheit ist die verführendste Form der unwahrhaftigen Selbstbehauptung. Vollziehe ich die Besinnung in der dreifachen Gestalt der Selbstreflexion, der transzendierenden Besinnung, der Vergegenwärtigung der Aufgaben und öffne ich mich uneingeschränkter Kommunikation, so wird mir unberechenbar gegenwärtig, was ich doch nie erzwingen kann.
die Klarheit meiner Liebe, die verborgene und immer unsicher bleibende Forderung der Gottheit, die Offenbarkeit des Seins und damit vielleicht die Ruhe in der bleibenden Unruhe unseres Lebens, das Vertrauen in den Grund der Dinge trotz entsetzlichen Unheils, die Unbeirrbarkeit des Entschlusses in den Schwankungen der Leidenschaften, die Verlässlichkeit der Treue in den verführenden Augenblicklichkeiten dieser Welt. Werde ich in dieser Besinnung des Umgreifenden inne, aus dem ich lebe und besser leben kann, so strahlt die Besinnung aus als die Grundstimmung, die mich den Tag hindurch trägt, in den endlichen Tätigkeiten und noch in dem Hineingerissenwerden in den technischen Apparat. Denn das ist der Sinn der Augenblicke, in denen ich gleichsam zu mir heimkehre, dass eine Grundhaltung erworben werde, die hinter allen Stimmungen und Bewegungen des Tages noch gegenwärtig bleibt, bindet und mich bei Entgleisungen, Verwirrungen, Affekten doch nicht ganz ins Bodenlose sinken lässt. Denn durch sie ist, im Gegenwärtigen zugleich Erinnerung und Zukunft, etwas, das im Zusammenhang hält und Dauer hat. Dann ist dies Philosophieren in eins, Leben lernen und sterben können. Wegen der Unsicherheit des Daseins in der Zeit ist das Leben ständig ein Versuchen. In diesem Versuchen kommt es darauf an, es zu wagen, hineinzugehen in das Leben, sich auszusetzen, auch dem Äußersten, und es sich nicht zu verschleiern. Redlichkeit im Sehen, Fragen und Antworten uneingeschränkt walten zu lassen und dann seinen Weg zu gehen, ohne das Ganze zu wissen, ohne handgreiflich zu haben, was eigentlich ist, ohne durch fälschliche Argumentation oder trügende Erfahrungen gleichsam das Guckloch zu finden, das objektiv aus der Welt Unmittelbaren die Transzendenz zu blicken erlaubt. Ohne das Wort Gottes, das eindeutig und direkt uns träfe, vielmehr die Schiffern der immer vieldeutigen Sprache der Dinge zu hören und doch zu leben mit der Gewissheit der Transzendenz. Von daher erst wird in diesem fragwürdigen Dasein das Leben gut, die Welt schön, das Dasein selbst erfüllend. Wenn Philosophieren sterben lernen ist, so ist dieses Sterben können gerade die Bedingung für das rechte Leben. Leben lernen und sterben können ist dasselbe. All unsere Besinnung lehrt die Macht des Gedankens. Denken ist der Beginn des Menschseins. Im richtigen Erkennen der Gegenstände erfahre ich die Macht des Rationalen, so in den Operationen des Rechnens, im Erfahrungswissen und so fort. Aber das Philosophieren beginnt an den Grenzen dieses Wissens des Verstandes. Die Ohnmacht des Rationalen in dem, worauf es uns eigentlich ankommt, im Setzen der Ziele und Zwecke, in der Erkenntnis des höchsten Gutes, in der Erkenntnis Gottes und der menschlichen Freiheit, erweckt ein Denken, das mit den Mitteln des Verstandes mehr als Verstand ist. Daher drängt das Philosophieren an die Grenzen der Verstandeserkenntnis, um sich zu entzünden. Wer meint, alles zu durchschauen, philosophiert nicht mehr. Wer das Bescheidwissen durch Wissenschaften für Erkenntnis des Seins selbst und im Ganzen nimmt, ist einem Wissenschaftsaberglauben anheimgefallen. Wer nicht mehr staunt, fragt nicht mehr. Wer kein Geheimnis mehr kennt, sucht nicht mehr. Philosophieren kennt mit der Grundbescheidung an den Grenzen der Wissensmöglichkeiten die volle Offenheit für das an den Grenzen des Wissens sich unwissbar Zeigende. An diesen Grenzen hört zwar das Erkennen,
aber nicht das Denken auf. Mit meinem Wissen kann ich in technischer Anwendung äußerlich handeln. Im Nichtwissen aber ist ein inneres Handeln möglich, indem ich mich verwandle. Hier zeigt sich eine andere und tiefere Macht des Gedankens, der nicht mehr losgelöst auf einen Gegenstand geht, sondern im Innersten meines Wesens der Vollzug ist, in dem Denken und Sein dasselbe werden. Dieses Denken als inneres Handeln ist gemessen an äußerer Macht des Technischen wie nichts. Es ist nicht als Anwendung eines Wissens zu gewinnen, nicht nach Absicht und Plan zu machen, aber es ist das eigentliche Hellwerden und Wesentlichwerden in eins. Der Verstand, die Ratio, ist der große Erweiterer, der die Gegenstände fixiert, die Spannungen des Seinen entfaltet und der auch erst alles, was nicht durch den Verstand fassbar ist, als es selbst machtvoll und klar werden lässt. Die Klarheit des Verstandes ermöglicht die Klarheit der Grenzen und wird zum Erwecker der eigentlichen Impulse, die Denken und Tun zugleich, inneres und äußeres Handeln in eins sind. Das philosophische Leben droht nun ständig in Verkehrungen verloren zu gehen, in denen die philosophischen Sätze selber als Rechtfertigung für das Falsche benutzt werden. Die Ansprüche des Daseinswillens verschleiern sich in Formeln der Existenzerhellung. So, die Ruhe wird zur Passivität. Das Vertrauen zu täuschendem Glauben an die Harmonie aller Dinge. Das Sterben können zur Weltflucht. Die Vernunft zur alles gehen lassenden Gleichgültigkeit. So verkehrt sich das Beste in das Schlechteste. Der Kommunikationswille täuscht sich in widersprüchlichen Verschleierungen. Man will geschont sein und hält doch den Anspruch aufrecht auf absolute Selbstgewissheit in Selbstdurchleuchtung. Man begehrt Entschuldigung wegen seiner Nerven und beansprucht doch als frei anerkannt zu werden. Man übt Vorsicht, Schweigen und verborgene Abwehr, während man rückhaltlose Kommunikationsbereitschaft ausspricht. Das philosophische Leben, das diese Verkehrungen in sich durchschaut und überwinden will, weiß sich in der Unsicherheit, die darum ständig ausschaut nach Kritik, die den Gegner sucht und die in Fragestellung begehrt, hören will nicht, um sich zu unterwerfen, sondern um in der eigenen Selbstdurchhellung vorangetrieben zu werden. Dieses Leben findet Wahrheit und ungesuchte Bestätigung im sich ergebenden Einklang mit dem Andern, wenn alle Offenheit und Rücksichtslosigkeit in der Kommunikation war. Das Philosophieren muss sogar die Möglichkeit voller Kommunikation unsicher bleiben lassen, wenn es auch aus dem Glauben an Kommunikation lebt und es daraufhin wacht. Man kann an sie glauben, aber sie nicht wissen. Man hat sie verloren, wenn man sich in ihrem Besitze meint. Denn es sind die schrecklichen Grenzen, die doch vom Philosophieren nie als endgültige anerkannt werden, das in Vergessenheit versinken lassen. Das Zulassen und Anerkennen des Nicht-Durchhelden. Ach, wir reden so viel, wo das, worauf es ankommt, ganz einfach. Zwar nicht in einem allgemeinen Satze, aber in einem Signum für die konkrete Situation zu treffen ist. Das Ziel der philosophischen Lebensführung ist nicht zu formulieren als ein Zustand, der erreichbar und dann vollendet wäre. Unsere Zustände sind nur die Erscheinung des ständigen Bemühens unserer Existenz oder ihres Versagens. Unser Wesen ist und bleibt auf dem Wege sein. Wir möchten durchstoßen durch die Zeit. Das ist nur in Polaritäten möglich. Nur ganz in dieser Welt unserer Geschichtlichkeit existierend,
erfahren wir etwas von ewiger Gegenwart. Nur als je bestimmter Mensch in dieser Gestalt werden wir des Menschseins schlechthin gewiss. Nur wenn wir das eigene Zeitalter als unsere umgreifende Wirklichkeit erfahren, können wir dieses Zeitalter im einen der Geschichte ergreifen und in dieser die Ewigkeit. Im Aufschwung berühren wir hinter unseren Zuständen den heller werdenden Ursprung, aber in ständiger Gefahr der Verdunklung. Dieser Aufschwung philosophischen Lebens ist je dieser, dieses Menschen. Er muss als Einzelner in Kommunikation vollziehen, wo es kein Abschieben auf anderes gibt. Den Aufschwung gewinnen wir nur in den geschichtlich konkreten Wahlakten unseres Lebens, nicht durch die Wahl einer in Sätzen mitgeteilten sogenannten Weltanschauung. Die philosophische Situation in der Zeit sei zum Abschluss im Gleichnis charakterisiert. Nachdem der Philosoph auf dem sicheren Boden des Festlandes, nämlich in realistischer Erfahrung, in Einzelwissenschaften, in Kategorien- und Methodenlehre, sich orientiert und an den Grenzen dieses Landes die Welt der Ideen in ruhigen Bahnen durchlaufen hat, flattert er schließlich am Gestade des Ozeans wie ein Schmetterling, hinausdrängend auf das Wasser, erspähend ein Schiff, mit dem er auf die Entdeckungsreise fahren möchte, zur Erforschung des einen, das als Transzendenz in seiner Existenz gegenwärtig ist. Er späht nach dem Schiffe, der Methode des philosophischen Denkens, der philosophischen Lebensführung, dem Schiff, das er sieht und doch nicht endgültig erreicht hat. Und so müht er sich und macht vielleicht die wunderlichsten Taumelbewegungen. Wir sind solche Falter und wir sind verloren, wenn wir die Orientierung am festen Lande aufgeben. Aber wir sind nicht zufrieden, dort zu bleiben. Darum unser Flattern so unsicher ist und vielleicht so lächerlich für die, die auf dem festen Lande sicher sitzen und befriedigt sind. Nur begreiflich für jene, die die Unruhe erfasst hat. Ihnen wird die Welt zum Ausgangspunkt für jenen Fluch, auf den alles ankommt, den jeder aus eigenem Antreten und in Gemeinschaft wagen muss und der als solcher nie Gegenstand einer eigentlichen Lehre werden kann. Die Philosophie ist so alt wie die Religion und älter als alle Kirchen. Sie war durch die Höhe und Reinheit ihrer vereinzelten menschlichen Erscheinungen und durch die Wahrhaftigkeit ihres Geistes, der kirchlichen Welt, die sie als das andere bejaht, nicht immer, aber zumeist gewachsen. Doch sie ist ihr gegenüber in Ohnmacht, mangels eigener soziologischer Gestalt. Sie lebt im zufälligen Schutz von Mächten in der Welt, auch der kirchlichen. Sie bedarf glücklicher soziologischer Situationen, um sich objektiv im Werk zu zeigen. Ihre eigentliche Wirklichkeit ist jedem Menschen jederzeit offen. Sie ist in irgendeiner Gestalt allgegenwärtig, wo Menschen leben. Die Kirchen sind für alle, die Philosophie für Einzelne. Die Kirchen sind sichtbare Machtorganisationen der Menschenmassen in der Welt. Die Philosophie ist Ausdruck eines Reichs der Geister, die durch alle Völker und Zeitalter hindurch miteinander verbunden sind, ohne Instanz in der Welt, die ausschließt oder aufnimmt. Solange die Kirchen dem Ewigen verbunden sind, ist ihre äußere Macht zugleich erfüllt aus dem Innersten der Seele. Je mehr sie das Ewige in den Dienst ihrer Macht in der Welt stellen, desto unheimlicher zeigt sich dann diese Macht, die wie jede andere Macht böse wird.
Solange die Philosophie ewige Wahrheit berührt, beflügelt sie ohne Gewalt, bringt sie der Seele Ordnung aus ihrem innersten Ursprung. Je mehr sie aber ihre Wahrheit in den Dienst zeitlicher Mächte stellt, desto mehr verführt sie zur Selbsttäuschung im Daseinsinteresse und zur Anarchie der Seele. Je mehr sie schließlich nichts weiter als Wissenschaft sein will, desto leerer wird sie dann als eine Spielerei, die weder Wissenschaft noch Philosophie ist. Die unabhängige Philosophie fällt keinem Menschen von selber zu. Niemand wird in sie hineingeboren. Sie muss stets neu erworben werden. Sie ist zu ergreifen nur von dem, der sie aus einem eigenen Ursprung heraus erblickt. Der erste, noch verschwindende Blick auf sie kann den Einzelnen entzünden. Auf die Entzündung durch Philosophie folgt das Studium der Philosophie. Dieses ist dreifach. Praktisch an jedem Tage im inneren Handeln. Sachlich im Erfahren der Gehalte durch Studium der Wissenschaften und so fort. Historisch durch Aneignung der philosophischen Überlieferung. Was in der Kirche die Autorität ist, ist für den Philosophierenden die Wirklichkeit, die aus der Geschichte der Philosophie ihn anspricht. Wenden wir uns der Philosophiegeschichte zu, im Interesse für das eigene gegenwärtige Philosophieren, so können wir den Horizont nicht weit genug nehmen. Die Mannigfaltigkeit der philosophischen Erscheinungen ist außerordentlich. Die Upanishaden wurden gedacht in den indischen Dörfern und Wäldern, abseits der Welt, in Einsamkeit oder in innigem Zusammenleben von Lehrer und Schüler. Kautilya dachte als Minister, der ein Reich gründete. Konfuzius als Lehrer, der seinem Volke die Bildung und die wahre politische Wirklichkeit zurückbringen wollte. Plato als Aristokrat, dem die ihm seiner Herkunft nach bestimmte politische Tätigkeit in seinem Gemeinwesen wegen dessen sittlicher Verwahrlosung unmöglich schien. Bruno, Descartes, Spinoza als auf sich gestellte Menschen, die im einsamen Denken die Wahrheit für sich entschleiern wollten. Anselm als Mitbegründer kirchlich-aristokratischer Wirklichkeit. Thomas als Glied der Kirche, Nikolaus Cusanus der Kardinal in Einheit seines kirchlichen und philosophischen Lebens, Machiavelli als gescheiterter Staatsmann, Kant, Hegel, Schelling als Professoren im Zusammenhang ihrer Lehrtätigkeit. Wir müssen uns befreien von der Vorstellung, dass Philosophieren an sich und wesentlich eine Professorenangelegenheit sei. Sie ist eine Sache des Menschen, wie es scheint, unter allen Bedingungen und Umständen, des Sklaven wie des Herrschers. Wir verstehen die geschichtliche Erscheinung des Wahren erst in der Welt, in der sie erwuchs, und in dem Schicksal des Menschen, der sie dachte. Sind diese Erscheinungen der unseren fern und fremd, so werden sie gerade dadurch erhellend für uns. Den philosophischen Gedanken und den Denker müssen wir in ihrer leibhaften Wirklichkeit aufsuchen. Das Wahre schwebt nicht losgelöst in der Luft der Abstraktion für sich, sich selber tragend. Berührung mit der Philosophiegeschichte gewinnen wir dort, wo wir in gründlichem Studium eines Werkes zusammen mit der Welt, in der es entstand, in möglichst nächster Nähe dabei sind. Von da aber suchen wir Aspekte, die uns das geschichtliche Ganze des Philosophierens in einer Gliederung vor Augen stellen, fragwürdig zwar, aber als Leitfaden zur Orientierung in den weiten Räumen. Versuchen wir es. Das Ganze der Philosophiegeschichte von 2500 Jahrzehnten ist gleichsam wie ein einziger großer Augenblick des Sich-Bewusst-Werdens des Menschen. Dieser Augenblick ist zugleich die unendliche Diskussion. Er zeigt die Kräfte, die aufeinander stoßen,
die Fragen, die unlösbar scheinen, die hohen Werke und die Abgleitungen, tiefe Wahrheit und einen Wirbel des Irrens. Im philosophiegeschichtlichen Wissen suchen wir das Schema eines Rahmens, in dem all die philosophischen Gedanken ihren historischen Ort haben. Nur eine Weltgeschichte der Philosophie zeigt, wie Philosophie historisch zur Erscheinung gekommen ist. In den verschiedensten gesellschaftlichen und politischen Zuständen und persönlichen Situationen. In sich selbstständige Entwicklungen des Gedankens finden wir in China, Indien und dem Abendland. Trotz gelegentlicher Verbindungen ist die Trennung dieser drei Welten bis um die Zeit um Christi Geburt so einschneidend, dass jede wesentlich aus sich selbst begriffen werden muss. Später ist die stärkste Einwirkung, die des in Indien entstandenen Buddhismus auf China, vergleichbar der des Christentums auf das westliche Abendland. In den drei Welten nun hat die Entwicklung durch die Jahrtausende eine analoge Kurve. Nach einer historisch schwer aufhellbaren Vorgeschichte entstehen die Grundgedanken überall in der Achsenzeit 800 bis 200 vor Christus. Dann folgt eine Auflösung und die Konsolidierung der großen Erlösungsreligionen. Folgen immer wiederkehrende Erneuerungen, folgen zusammenfassende, systematisch entworfene Systeme der Scholastik überall ähnlich und folgen besondere, bis ins Äußerste getriebene logische Spekulationen von sublimem metaphysischem Sinn. Diese synchronistische Typengliederung der dreifachen historischen Entwicklung hat im Abendland ihre Besonderheit. Erstens, durch viel stärkere, in geistigen Krisen sich erneuernde Bewegung. Zweitens, durch die Mannigfaltigkeit der Sprachen und Völker, die die Gedanken zum Ausdruck bringen. Drittens, durch die einzigartige Entwicklung der Wissenschaft. Diese abendländische Philosophie gliedert sich historisch in vier aufeinander folgende große Bereiche. Erstens, die griechische Philosophie. Sie ging den Weg vom Mythos zum Logos, schuf die Grundbegriffe des Abendlandes, die Kategorien und möglichen Grundpositionen im Erdenken des Ganzen von Sein, Welt und Mensch. Uns bleibt sie für immer das Reich der Typik des Einfachen, durch deren Aneignung wir Klarheit bewahren müssen. Zweitens, die christlich-mittelalterliche Philosophie. Sie ging den Weg von der biblischen Religion zu ihrem gedanklichen Verständnis, von der Offenbarung zur Theologie. In ihr erwuchs nicht nur die bewahrende und erziehende Scholastik. In schaffenden Denkern trat eine Welt an das Licht, die ursprünglich religiös und philosophisch in einem ist, vor allem in Paulus, Augustin, Luther. Uns bleibt daher das Geheimnis des Christentums in diesem weiten Denkbereich für uns lebendig zu erhalten. Drittens, die neuere europäische Philosophie. Sie entstand gemeinsam mit der modernen Naturwissenschaft und der neuen persönlichen Unabhängigkeit des Menschen gegenüber jeglicher Autorität. Kepler und Galilei, die Naturforscher auf der einen Seite, Bruno und Spinoza auf der anderen, repräsentieren die neuen Wege. Uns bleibt dort die Vergewisserung des Sinns eigentlicher Wissenschaft, der zugleich von Anfang an auch verkehrt wurde, und des Sinns der persönlichen Freiheit der Seele. Viertens, die Philosophie des deutschen Idealismus. Von Lessing und Kant bis zu Hegel und Schelling geht ein Weg von Denkern, die an kontemplativer Tiefe vielleicht alles überragen, was bis dahin im Abendland gedacht worden ist. Ohne den Hintergrund einer großen Wirklichkeit von Staat und Gesellschaft, in verborgenem privaten Dasein,
erfüllt vom Ganzen der Geschichte und des Kosmos, reich an spekulativer Kunst des Gedankens und an Visionen der menschlichen Gehalte, richteten sie welthaltig ohne wirkliche Welt ihre großen Werke auf. Uns bleibt, in ihnen die mögliche Tiefe und Weite zu gewinnen, die ohne sie verloren wäre. Bis ins 17. Jahrhundert und noch länger stand alles Denken im Abendlande unter Führung der Antike, der Bibel, Augustins. Das hört seit dem 18. Jahrhundert langsam auf. Man glaubt, sich ohne Geschichte auf die eigene Vernunft allein gründen zu können. Während als wirksame Kraft das überlieferte Denken verschwand, nahm ein gelehrtes historisches Wissen von der Philosophiegeschichte zu, aber beschränkt auf engste Kreise. Man kann heute alles überlieferte Denken leichter kennenlernen, in Editionen und Nachschlagewerken zur Verfügung haben, als zu irgendeiner früheren Zeit. Aber seit dem 20. Jahrhundert steigerte sich nur das Vergessen jener tausendjährigen Grundlagen zugunsten eines zerstreuten technischen Wissens und Könnens, eines Wissenschaftsaberglaubens, illusionärer Diesseitsziele, passiver Gedankenlosigkeit. Schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts tritt das Bewusstsein daher des Endes auf. Und die Frage, wie nun noch Philosophie überhaupt möglich sei. Die Kontinuität der neueren Philosophie in den westlichen Ländern, die Professorenphilosophie in Deutschland, die das große Erbe historisch pflegte, können über das Ende einer tausendjährigen Erscheinungsform der Philosophie nicht hinwegtäuschen. Die epochalen Philosophen sind Kierkegaard und Nietzsche, Gestalten eines Typus, wie sie früher nicht da waren, offenbar zugeordnet zur Krise dieses Zeitalters. Geistig in weitem Abstand von ihnen auch Karl Marx, der in der Massenwirkung alle übertraf. Ein Denken im Äußersten wird möglich, das alles in Frage stellt, um zum tiefsten Ursprung zu gelangen. Alles abschüttelt, um den Blick in die Existenz, das Unbedingte, die Gegenwärtigkeit wieder frei zu bekommen, in einer durch das technische Zeitalter radikal verwandelten Welt. Solche Übersichten, wie ich sie eben versuchte, werden im Blick auf die Gesamtheit der Philosophiegeschichte entworfen. Sie sind oberflächlich. Man möchte tiefere Zusammenhänge im Ganzen spüren. Folgende wenige Fragen seien zum Beispiel versucht. Erstens, die Frage nach der Einheit der Philosophiegeschichte. Diese Einheit ist nicht Tatbestand, sondern Idee. Wir suchen diese Einheit, aber erreichen nur partikulare Einheiten. So sehen wir etwa einzelne Problementfaltungen, etwa der Frage nach dem Leib-Seele-Verhältnis. Aber die historischen Tatbestände koinzidieren zeitlich nur zum Teil mit einer gedanklich konsequenten Konstruktion. Jeder konstruktive Rahmen, mach er Problementfaltungen oder Systemfolgen oder andere Weisen ergreifen, jeder konstruktive Rahmen, sage ich, eines solchen Einheitsentwurfes wird gesprengt durch die Genialität des einzelnen Philosophen. In der faktischen Bindung an nachweisbare Zusammenhänge bleibt doch das Unvergleichliche alles Großen, das immer wie ein Wunder gegenüber der verstehbaren Entwicklung da ist. Die Idee der Einheit der Philosophiegeschichte möchte jene ewige Philosophie treffen, welche als ein in sich zusammenhängendes Leben sich geschichtlich ihre Organe und Gebilde, ihre Kleider und Werkzeuge schafft, aber ihnen nicht aufgeht. Eine zweite Frage, die nach dem Anfang der Philosophiegeschichte und seiner Bedeutung. Anfang
ist das einmal in der Zeit beginnende Denken. Ursprung ist das jeder Zeit zugrunde liegende Wahre. Aus den Missverständnissen und Verkehrungen des Gedankens müssen wir jederzeit zurückkehren zum Ursprung. Statt diesen zu suchen, am Leitfaden der gehaltvollen überlieferten Texte, auf dem Wege zum eigenen ursprünglichen Philosophieren entsteht die Verwechslung. Im zeitlichen Anfang sei der Ursprung zu finden. So bei den ersten vorsokratischen Philosophen, im anfänglichen Christentum, in der anfänglichen Buddha-Lehre. Der jederzeit notwendige Weg zum Ursprung nimmt fälschlich die Form an des Weges zur Entdeckung der Anfänge. Eine dritte Frage, die nach der Entwicklung und dem Fortschritt in der Philosophie. Es sind Gestaltenfolgen in der Philosophiegeschichte zu beobachten, zum Beispiel der Weg Sokrates, Plato, Aristoteles, der Weg von Kant bis Hegel oder in England von Locke bis Hume. Aber schon solche Reihen sind falsch, wenn man meint, der je spätere habe die Wahrheit des früheren bewahrt und übertroffen. Das jeweils Neue wird, auch in solchen zusammenhängenden Generationsfolgen, aus dem Vorhergehenden nicht begriffen. Das Wesentliche im Vorhergehenden ist oft verlassen, vielleicht nicht einmal mehr verstanden. Es gibt Welten geistigen Austausches, die für eine Weile sich halten, in die hinein der einzelne Denker sein Wort spricht. So die griechische Philosophie, so die mittelalterliche Scholastik, so die deutsche philosophische Bewegung von 1760 bis 1840. Es sind Zeitalter lebendigen Miteinanders im ursprünglichen Denken. Dann gibt es andere Zeitalter, wo die Philosophie als Bildungsphänomen fortdauert. Andere, wo sie fast verschwunden scheint. Irreführend ist jedenfalls der Aspekt einer Totalentwicklung der Philosophie als Fortschrittsprozess. Die Philosophiegeschichte ähnelt der Kunstgeschichte durch Unersetzlichkeit und Einmaligkeit ihrer höchsten Werke. Sie ähnelt der Wissenschaftsgeschichte darin, dass Kategorien und Methoden ihre Werkzeuge sind, die sich vermehren und bewusster gebraucht werden. Sie ähnelt der Religionsgeschichte durch eine Folge ursprünglicher Glaubenshaltungen, die sich in ihr gedanklich aussprechen. Entwicklung ist für Philosophiegeschichte auch darum nur ein unwesentlicher Gesichtspunkt, weil jede große Philosophie in sich vollendet, ganz, eigenständig, ohne Bezug auf geschichtlich umfassendere Wahrheit lebt. Wissenschaft geht auf einem Wege, auf dem jeder Schritt durch einen späteren übertroffen wird. Philosophie muss ihrem Sinne nach je in einem einzelnen Menschen ganz werden. Darum ist es sinnwidrig, Philosophen zu subalternisieren als Schritte auf einem Wege, als Vorstufen. Eine vierte Frage ist die nach der Rangordnung. Das Philosophieren wird sich im einzelnen Denker und in typischen Zeitanschauungen einer Rangordnung bewusst. Die Philosophiegeschichte ist kein nivelliertes Feld zahlloser, gleichberechtigter Werke und Denker. Es gibt Sinnzusammenhänge, die nur von wenigen überhaupt erreicht werden. Vor allem gibt es Höhepunkte, Sonnen im Heer der Sterne. Aber es gibt dies alles nicht in einer Weise, dass es als einzige, für alle geltende, endgültige Rangordnung bestände. Wir nannten die Geschichte der Philosophie das Analogon der Autorität religiöser Überlieferung. Im Philosophieren haben wir zwar keine kanonischen Bücher, wie sie die Religionen besitzen, keine Autorität, der einfach zu folgen wäre, keine Endgültigkeit der Wahrheit, die da ist, aber die Gesamtheit der geschichtlichen Überlieferung des Philosophierens,
Dieses Depositum unerschöpflicher Wahrheit zeigt uns die Wege zum gegenwärtigen Philosophieren. Die Überlieferung ist die mit nie aufhörender Erwartung von uns erblickte Tiefe der schon gedachten Wahrheit. Ist die Unergründlichkeit der wenigen großen Werke. Ist die mit Ehrfurcht hingenommene Wirklichkeit der großen Denker. Nur aus dem Ernst gegenwärtigen Philosophierens kann eine Berührung mit der ewigen Philosophie historischer Erscheinung gelingen. Die historische Erscheinung ist das Mittel für die Verbundenheit in der Tiefe zu gemeinsamer Gegenwart. So wird die Geschichte, nachdem sie erweckte, zum Spiegel des eigenen. Im Bild schaue ich an, was ich selber denke. Philosophiegeschichte, ein Raum, in dem ich denkend atme, zeigt Vorbilder für das eigene Suchen, aber in einer nicht nachahmbaren Vollendung. Sie stellt in Frage, durch das, was in ihr versucht wurde, gelang und scheiterte. Sie ermutigt durch das sichtbare Menschsein Einzelner in ihrer Unbedingtheit auf dem Gang ihres Weges. Eine vergangene Philosophie als die unsere zu nehmen, das ist so wenig möglich, wie ein altes Kunstwerk noch einmal hervorzubringen. Man kann es nur täuschend kopieren. Wir haben keinen Text wie die frommen Bibelleser, in dem wir die absolute Wahrheit hätten. Daher lieben wir die alten Texte, wie wir alte Kunstwerke lieben. Wir versenken uns in die Wahrheit der einen wie der anderen, greifen zu ihnen, aber es bleibt eine Ferne, etwas Unerreichbares und etwas Unerschöpfbares, mit dem wir doch ständig leben. Und schließlich etwas, in dem wir den Absprung gewinnen zum gegenwärtigen Philosophieren. Denn der Sinn des Philosophierens ist Gegenwärtigkeit. Wir haben nur eine Wirklichkeit, hier und jetzt. Was wir durch unser Ausweichen versäumen, kehrt nie wieder. Aber wenn wir uns vergeuden, auch dann verlieren wir das Sein. Jeder Tag ist kostbar. Ein Augenblick kann alles sein. Wir werden schuldig an unserer Aufgabe, wenn wir aufgehen in Vergangenheit oder Zukunft. Nur durch gegenwärtige Wirklichkeit ist das Zeitlose zugänglich. Nur durch Ergreifen der Zeit kommen wir dahin, wo alle Zeit getilgt ist.